Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum großen Finale von Episode 1 von The Walking Dead Season 4. Ja, meine lieben Freunde, heute erwartet euch das große Finale von Episode 1. Ich werde es auf jeden Fall bis zum Ende zocken, egal wie lange es gehen wird, Freunde. Denn ich bin ja auch ab morgen auf der Gamescom und ich hoffe, dass ihr dort auch am Start sein werdet. Und deshalb folgt mir einfach mal auf Instagram, damit ihr immer Bescheid wisst, wo ich mich gerade befinde und wo ihr mich treffen könnt. Aber wenn ihr mich seht, Leute, auf der Gamescom oder in Köln generell oder irgendwo anders, spricht mich immer gerne an, Leute. Ich mache mit jedem von euch ein Foto. Oder wenn ihr mich außerhalb der Gamescom seht oder auch hier in Düsseldorf, ihr wisst ja, ihr könnt mich immer ansprechen, außer wenn ich mal am Essen bin, Leute. Das finde ich dann ein bisschen unhöflich. Aber das ist eine andere Sache, Leute. Deshalb, wenn ihr mich seht auf der Gamescom, einfach ansprechen. Wir chillen, machen Fotos, wir quatschen. Und ja, gestern haben wir hier aufgehört, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal an dieser Stelle einen fetten Daumen nach oben für das große Finale da. Ich will nochmal zum Schluss hier die 10.000 Likes sehen, bevor es leider, leider einen Monat später erst weitergehen wird mit der zweiten Episode von Season 4. Wir haben ja gestern hier aufgehört, wo wir kurz vor dieser Fallentür waren, beziehungsweise von der Kellertüre. Und die haben da gerade richtig rumgeschrien und sowas. Also, es wird schon ein heiß diskutiertes Thema sein wahrscheinlich. Und ich denke mir, es wird einfach das Thema sein, was ich vermutet habe. Nämlich, dass es darum geht mit Clementine und so, dass die hier nicht erwünscht ist. Oder irgendwas anderes. Irgendwas wird hier vor sich gehen, Leute. Und ich bin gespannt, was. Und das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden beim großen Finale. Und dann würde ich sagen, Freunde, ab geht die Show, Alter. Jetzt geht's los. Sound aufgedreht. Und jetzt öffnen wir die Kellertür. Fuck, was machen wir jetzt? Wir haben ja diesen Ziegelstein da, ne? Du bist so feige. Hört mal zu. Wir sind ein Team. Aber wer redet da? Welche Stimme ist das? Sie kommt mir irgendwie nicht bekannt vor, diese Stimme, ne? Als ob das... Vielleicht ist es auch so, dass da ein völlig Fremder drin ist, den wir noch nicht kennen, der da lebt, mit dem nur Brody in Kontakt ist oder sonst irgendwas. Deshalb machen wir jetzt das Vorhängeschloss kaputt. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache, Leute. Manchmal ist der Sound voll übergesteuert, ne? Findet ihr nicht auch so? So, okay. Ja, ich hätte das gestern hier aufhören können, an dieser Stelle, wo sie gerade runtergeht, aber nein, ich habe die Tür noch nicht geöffnet. Jetzt wird's spannend, Alter. Ich bin echt nervös, Leute. Ich bin echt fucking nervös, Mann. You know he's not alone. Those bastards are back, and it's only a matter of time before they find us. You know that shit! Nothing to you! Reiß dich zusammen, hör mal zu. There you go again, getting so mad! What do you want me to do? You're making me mad! Oh, we have to tell the others about what you did! Was du getan hast? Sam, show yourself! Clem! What are you doing down here, in the dark? Brody and I were just talking. Go get some sleep. You deserve some shut-eye. You had a busy day. Das klang nicht wie reden. Didn't exactly sound like a polite conversation. What are you fighting about? Sag die Wahrheit. It's really none of your business. Go back to the dorm. The man you met at the station, we got history. Brody! Don't listen to her, Clem. She's acting crazy. She gets this way sometimes. She's just gotta tune it out. Hab keine Angst, Brody. Don't be afraid, Brody. Say what you have to say. What history? Marlin let him take the twins. Him and his people. Brody! Dead sisters. I thought they were killed by walkers. Us? That's the story we told everyone. Shut up! Because Marlin was so ashamed of what she... Alter! What'd you say? Oh mein Gott! I'm sorry! Shit! What have you done? I'm so sorry. You're gonna be okay. Oh mein Gott! God damn it! Help! What did you say? I told you not to say it! Please.
babies, but okay. Was soll ich tun? What can I do? Just stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Brody, it's me, Clem. Just stay still. I can't see. Clementine, remember? Mein Gott, Clem. You're in danger. You and AJ both. What danger? Marlon will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared, du musst es mir jetzt he sagen. Gets angry. Brody, if there's a threat to AJ, you have to tell me. Everything is so faint. I can't feel my legs. Please, try and focus. If those raiders come back, Marlon said he'd want to take you. Take us? To make him go away. Like he did. Wie die Schwestern. Tens Schwestern. Like he did with Tens sisters. Brody. Was? Oh, fuck. No. Oh, no. Oh, my God. What the hell am I gonna do? Oh mein Gott, er will jetzt zuschließen. Ich hab's gewusst. Oh mein Gott. Oh nein. If I could find something really thin, I could force it in there and lift up the latch. Scheiße, und jetzt wird sie gerade noch zum Monster. Digga, was soll ich? Nein, jetzt wird irgendwas passieren, ey. Ich merk's schon, jetzt schon wieder. Finde eine Taschenlampe. Ja, guck mal jetzt, wird diese Brody aufstehen und uns erschrecken. Aber, ey, Leute, es ist gerade zu krass, was passiert. Ich habe eigentlich die ganze Zeit diese Brody beschuldigt, dass die irgendeine Scheiße baut. Dabei ist das dieser Marlon. Oh mein Gott. Oh mein, hört ihr das? Oh mein Gott. Ich krieg echt Panik, Leute, ne? Ich krieg echt wie ein Horrorspiel gerade hier. Hallo! Oh! Oh! Hallo! Beruhig dich doch mal! Ach, ei. Ich würde jetzt rennen. Renn um dein Leben. Ich hab's doch gerade gehört, wie die zum Zombie geworden ist. Ratten verlassen das sinkende Schiff, deshalb renn den Ratten hinterher. Eieieiei. Guck jetzt. Jumpscare-Vorwarnung. Hallöchen. Tag, Brody. Brody. Ey. Voll Schiss gerade hier. Was soll ich denn tun? Ey, jetzt wird das zum Horrorspiel oder was? Ah! Ich hab's gewusst. Rechts! Hold! Oh. Schneller, vorne. Lauf, schnell hoch. Lineal. Drück! Oh. Schnell! X. Dreieck. Jawohl. Letzter Lauf. Raus. Oh. Sie wird hinter uns sofort sein. Schnell die Tür. Oh mein Gott, Al. Nein. Nicht beißen lassen. Rechts. Oh. Oh mein Gott, es sieht jetzt so aus, als ob wir sie umgebracht hätten, wenn uns jemand findet. Uff. Oh, ist das brutal. Guck jetzt. Jetzt kommen alle runter und sehen, Clementine hat sie umgebracht. Ich wette meinen Arsch drauf.
Heilige Scheiße, jetzt stehen die da alle oben schockiert und gucken runter. Boah. Ich hoffe nicht. Guck mal, die Taschenlampe einfach rot wegen dem ganzen Blut. Uff. Was wird jetzt passieren, Leute? Ey, das ist echt heftig, dieser Storywandel. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass diese Brody, die wollte uns eigentlich nur helfen. Dieser Marlon ist der die ganze Zeit, dieser Wichser, der diese Scheiße abzieht. AJ, put the gun down. Get this fucking psycho away from me. Where is she? She's in the basement. Oh Gott, dieser Scheißhund auch noch. Brody. Was der für eine Scheiße labert. Is that blood on your face? Oh mein Gott, wir müssen jetzt die Wahrheit erzählen. Jetzt bin ich mal gespannt. Did you see it happen? Is she a walker now? Du erzählst Scheiße. Marlon! Clem! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Nein, 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 ey. AJ! We saved their lives when anyone else would have kept walking. We fed them. We kept them warm. And this is how they thank us. Guns being pulled and murder. Fuck them! Fuck, Marlon! Jesus Christ. Angreifen? Wir müssen ihn angreifen, das bringt nichts, er will uns umbringen. Screw you, Marlon! Boah. Ich dachte schon, jetzt das Spiel geht so weiter, ne? Boah. Ich hab jetzt gedacht, der hat die abgeballert, ey. Mein Gott, Leute, ey. Hey, fuck, was machen wir jetzt? Das traust du dich nicht? Mit Toten wird nicht gehandelt. Genau, wir sagen, mit Toten wird nicht gehandelt. When they come knocking. What the hell is she talking about? Don't do it, because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlon was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Oh my God. Shut the fuck up, Clementine. Let him talk. Brody told me the truth, and that's when Marlon killed her. Das Schwein. Come the fuck on! Sag die Wahrheit. We met up with these raiders because Clem insisted they go out there. Quite the coincidence, isn't it? Shame I don't believe in those. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me, your friend? Did help us get food. Louis, bitte, Violet. Louis, auf jeden Fall Louis. Definitiv Louis. Er wird uns helfen. Auf jeden Fall Louis. Louis, don't let him do this. Oh no, I am not involved. Was? I like you, Clem, but I... Not me. I'm sorry. Was? You're, on your own. I'm sorry. Er soll mich erschießen? You let him shoot me, really? Just so you don't have to get involved. I thought you were more than that. Dann zeigen sich die wahren Gesichter von diesen ganzen Leuten hier. Ey. Marlon, come on, man, drop the gun. Louis, she killed Brody. We can't let her walk away. Clem, I gotta trust Marlon. Was? I gotta. I always have. Das hat Brody auch. He trusted him. And now she's dead. And he killed her. Take that back. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Dein Verhältnis zu Louis hat sich geändert. You don't know what you're doing, man. Come on, dude, just drop the gun. This is how adults do things, not us. Stand down, Mark. Be reasonable. Oh, korrekt, ey.
Oh Gott, ist doch der Hund. Okay. You don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! Oh mein Gott. All of you! Every fucking Dem du ein Kind bedrohst. Ja. How does pointing a loaded gun around protect anyone? Brody's dead. Sophie and Minerva are gone. You suck at protection. Shut your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school. If they came back, I'd do it again. Excuse me? I didn't realize we were so fucking expendable. They told me they died. I had to save the rest of you. Yeah. I gave my sisters away. Jetzt haben wir den an der Nase, du Hund. Something like that. I trusted you, Marlin. They trusted you. Er war ein Fehler. He was in a tight spot. He did the wrong thing, but he thought it was for the right reason. That doesn't mean he shouldn't have to pay for it. I wanted to get them. States, some kind of rescue. Honest, Ted, I just couldn't. I was too afraid. You killed Brody because she knew. I didn't mean to. I didn't want this. I wanted to save all of you. Sophie! Wir nehmen die Waffe. Wir müssen die Waffe von dem nehmen. Komm, komm, komm. Gib die Waffe her. Warum helfen denn die anderen nicht? Sind die dumm? Wir sehen doch, was das für einer ist. Gehst in den Keller. Du gehst in den Keller. You're getting thrown into the basement until we can figure out what to do with you. Fine. You win. I can't. Oh mein Gott. Ey Leute, was sagt ihr dazu? Verdammte Scheiße, ey. Du und 58% der Spieler töteten das Beißerpärchen im Bahnhof. 42% der Spieler erlaubten AJ durch das Fenster in den Bahnhof zu steigen. Okay, wir gucken uns mal die Entscheidungen alle an. Du und 48% der Spieler gingen mit Luis und Azim jagen. Okay. 52% der Spieler gingen mit den anderen, okay. Ey Leute, was zur Hölle geht hier ab? Du und 66% der Spieler überzeugten AJ im Bett zu schlafen. 34% ließen AJ unter dem Bett schlafen. Du und 78% der Spieler griffen Abel an, anstatt ihm Essen zu geben. 22% der Spieler gaben Abel etwas zu essen. Okay, da haben wir die Mehrheit gehandelt. Du und 34% der Spieler holten sich bei Luis Hilfe gegen Marlon. 66% der Spieler holten sich bei Violet Hilfe gegen Marlon. Ich habe gedacht, der Luis, der wird auf uns stehen so und uns helfen wollen. So. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon echt krass. Oh mein Gott. Moment. Du und 8,15 Spieler. Azim Young halten bei Luis Hilfe gegen Marlon. Ey, das ist gerade zu krass, Leute. Ich komme da echt nicht klar, ne? Was hat AJ da gerade gemacht? Nach deinem Lob zu ihrem Kampfkünsten war sie glücklich. Du und 34% ließen Violet entsetzt zurück. Violet war geschmeichelt, nachdem du sie im Schlafsaal getröstet hast. Du und 34% ließen Luis verloren zurück. Er war glücklich, als ihr zusammen mit dem Beißer gespielt habt. Als du ihm davon erzählt hast, dass du eine geliebte Person töten musstest, hat er dich getröstet. Ten hat für deine zögerliche Reaktion bei eurem ersten Treffen Verständnis. Nachdem du ihm erlaubt hast, dich zu zeichnen, schenkte er dir das Bild.
Ja, Mann, das war ja gerade in der letzten Folge. AJ fühlte sich besser. Du und Hund ließen AJ abgebrüht zurück. Du und AJ fühlte sich besser, als du ihn davon überzeugt hast, im Bett zu schlafen. Er war zufrieden, als du Abel am Bahnhof angegriffen hast. Marlon tot. Marlon war sauer, als du gegen ihn im Hof gekämpft hast. Er war stolz, als du ihm Rosie anvertraut hast. Sie war angewidert, als du die Begegnung mit Abel einfach abgetan hast. Brody tot. Omar freute sich, dass du vorm Essen bei ihm warst. Ruby war von AJs miesem Verhalten bei Tisch angewidert. Das stimmt, wo er da geschmatzt hat. Mitch war glücklich, dir seine Waffenkünste zeigen zu können. Azim war nicht begeistert, dass du lieber mit Luis abhängst. Willi war fasziniert von dir bei eurem ersten Treffen. Dank Marlons Hilfe verstehst du dich besser mit Rosie. Die anderen waren entsetzt. Du hast in der Episode 3 von 6 Gegenstände gesammelt. Okay, es gab noch mehrere Gegenstände. Aber das ist ja gerade echt krass, Leute, ey. Das ist ja echt krass. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die erste Episode beendet. Aber hätten wir es auch verhindern können, dass Brody nicht stirbt und Marlon nicht sterben? Das weiß ich jetzt nicht, Leute. Aber das war unsere Entscheidung, die wir getroffen haben. Und damit an dieser Stelle beenden wir auch die erste Episode von The Walking Dead. Die nächste kommt erst leider am 25. September. Ich bin echt schockiert, ey. Warum hat AJ denn draufgeschossen? Wir hatten doch... Es war doch alles in Ordnung. Der war doch gerade dabei, in den Keller zu gehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Er hätte ja die Waffe auf ihn halten können, aber nicht schießen sollen. So, haben wir irgendwas falsch gemacht, dass er geschossen hat? Oder ist das bei allen so passiert? Ich weiß es nicht, Leute. Aber lasst auf jeden Fall jetzt mal einen Daumen nach oben da für die letzte Folge von Episode 1. Wir müssen jetzt leider wirklich über einen Monat warten. Aber dafür wird die Vorfreude umso größer. Deshalb schaltet alle wieder in einem Monat wieder ein, wenn es heißt The Walking Dead. Und damit würde ich sagen... Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Ich wollte noch mal ein paar abschließende Worte sagen zu dieser Episode. Ich muss sagen, das war echt ein richtig heftiger Start. Vor allem auch mit diesem Wechsel, so dass man, jeder hat doch gedacht, dass dieser Marlon eigentlich mehr helfen wollte. So kam es zumindest rüber. Und da sieht man, dass die Leute, die einem helfen wollen, am Ende dir das Messer ins Rücken stecken. In den Rücken stecken. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist schon eine heftige Situation gerade gewesen. Aber ja, wir haben es ja fast noch geregelt. Aber ich weiß nicht, dass er... Vielleicht hat er auch so gehandelt und die Zwillinge abgegeben, weil er Angst hatte, weil er nicht wusste, was er machen sollte. So, deshalb wollte ich ja ihn erstmal in den Keller stecken, damit wir drüber nachdenken, wie es da weitergeht mit ihm. So, ich wollte ihn jetzt nicht abballern oder sonst irgendwas sagen, verschwinde und komm nie wieder. Sowas würde ich nicht machen, aber ich würde erstmal mit den anderen mich zusammensetzen und dann normal abstimmen mit allen zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Und deshalb, das war schon echt eine krasse Situation, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr gehandelt habt oder wie ihr gehandelt hättet oder ob euch beide überlebt haben oder ob beide auch gestorben sind. Ich weiß es nicht, ob man Leute überleben lassen kann hier in dieser ersten Episode, das weiß ich nicht. Aber ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall von dieser Episode, Freunde. Wir sehen uns dann in einem Monat wieder. Nehmt den Like-Button auseinander, wir sehen uns dann jetzt kommende Tage auf der Gamescom und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich, haut rein und ciao.